Was geht aber ganz schön? Willkommen zurück zu einer neuen Folge, die Siedler 3. Und es gibt keine neue Folge, keine Sondern mal endlich wieder die Siedler. Ja, endlich mal wieder. Sommel, lange habt ihr gewartet, 20 Hello Jahre. Ist dabei, Christian ist mit dabei und ich. Und genau, die beiden haben ein bisschen Nostalgiefaktor. Ich habe nur die Siedler 7, 6 und 5 gespielt, aber nicht die Siedler 3. Wir haben uns auch echt, ey. Gespielt. Und deswegen, weil Max so ein krasser Ficker ist, spielen wir jetzt Chris und ich gegen Max. Ja, also ich glaube trotzdem, dass er, also ich weiß nicht, ob er uns fertig macht, ne? Aber für mich ist das halt... Die Siedler ist so das langsamste Strategiespiel, was ich kenne. Also zumindest okay, hier klingelt. Siedler 3. Geil, können wir pausieren? Nee. Warte, nee, dann müssen wir es nochmal machen. Nicht, dann müssen wir mal starten. So perfekt zum Start. Perfekt zum nice Start. Bram. Jetzt aber. Los. Aber okay, ich kann dir übrigens zeigen, da du gerade eben sagtest, dein Rechner hat früher nicht gepackt. Du kannst sehen, weißt du, früher hast du die Auflösung geändert, heute scrollst du einfach. Scroll mal ein bisschen rein, dann siehst du, wie ich das Spiel früher gespielt habe. Ja, ja. Oh Gott, Alter. Ja, ist halt wirklich so. Und das ist halt früher einfach die Auflösung ändern gewesen. So, wie stehe ich denn hier? Das ist ja irgendwie... Ja, du kannst halt so weit rausscrollen. Früher war das halt wirklich... Vor allem so auch noch 4 zu 3, ne? Naja. Gut. Baut, meine Bienchen, baut! Also am Anfang hat man so ein paar Lags, so das behebt sich in der ersten Minute. Ja. Alles normal. Ah, boah, Alter, das mit der rechten Maustaste des Bildscrollen, das ist ja so angenehm. So ging das früher nur, glaube ich. Echt? Ich habe es, glaube ich, entweder bei Pfeiltasten gemacht oder halt hier standardmäßig Pfeil an Rand. Nee, ich glaube, das ging früher nicht. Ich glaube, früher ging Siedler 3 nur mit rechter Maustaste gedrückt und so Vortasten. Das war... Ich hoffe, ich werde das alles komplett verkacken. Haben wir natürlich vorbereitet, ne? Also hier, ich spiele die Römer. Falls ihr was lernen wollt, ne? Könnt ihr mal sagen, Populus Gaudet et Plaudit. Gibt es eigentlich unendlich viel Store Capacity? Das heißt, das Volk freut sich und klatscht Beifall. Ja, ich hab oder? Übrigens noch was Schönes. Hä, was meinst du? Ja, was? Also mein Lager kann nicht voll sein, oder? Doch, aber dann brauchst du ein neues Lager. Ja, eben. Wofür brauchst du ein Lager? Gebram baut erstmal 3 Lager, Alter. So, brauchst du nicht. Das liegt einfach am Boden rum. Okay, sorry, dass ich gefragt habe. Sorry, du Model. Weißt du so... Oh, scheiße, Steine. Das ist ja hier mittendrin alles. So, bauen, Jungs. Zieht hoch. Schön dieses 2D-Model hochladen. In den Gebäuden. Guck mal, ja. Ich bin einfach blessed. Das Sägewerk und die 2 Holzfällerhütten, das passt nebeneinander. Das ist schon eine gute Karte. Belohnend. Aber, ich habe festgestellt, Lateinbücher von früher kannst du heute nicht mehr veröffentlichen. Also ich glaube, so würde es zumindest nicht mehr... naja, da standen dann so Sachen drin. Afra spricht nicht. Sie ist nämlich eine neue Sklavin. Okay. Die Sklavin freut sich jetzt und lacht wieder. So, das... Hallo, sind die Amazonen? Ich hab nur geguckt, Alter. Ist der schon mit seinen ganzen Truppen bis zu dir gekommen, oder was? Da, guck mal. Hab nur ein bisschen gescoutet. Guck mal, der hat mal hinterher mit allen Mann. Christian, du auch, go, go. Ja, gerne. Was sind das überhaupt für Amazonen? Die sehen aus wie so nordische Kriegsfrauen, die dich aufessen zum Frühstück oder ja, so. Ja, die haben sich auch die Titten abgeschnitten, Alter. Nein, ich hab voll die sexy Ladies. Guck die doch mal an hier, Alter. Alter, was hat die für richtig dicke Öcken? Schön. Ja. Hier, ich hab Frau Schlöpse, habe ich. Frau Schlöpse? Ja, man kennt sie. Wie heißt sie? Der Nachname ist Schlöpse. Schön, wenn ich dachte, Schlöpse? Was? Da gibt's ein Telefon, Schlöpse? So, hier voll besetzen. Zack. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt... Ich hab schon wieder vergessen, was ich gebaut habe. Ich bin ja wie geschaffen für solche Spiele, muss ich sagen. Aber normalerweise ist für mich Siedler halt so ein bisschen abschalten. Du brauchst auch nur eine Hand für dieses Spiel. Du kannst dabei wunderbar Serien gucken. Oder du brauchst auch nur eine Hand. Tun. Wichtige Info. Ja. Masturbation. Das wäre das perfekte Spiel für Peter. Das wäre das Spiel für Peter. Ja. Das stimmt ein bisschen schon. Peter könnte sich dann richtig geil einen abfangen. Wieso habe ich nur 2 Geologen, wo ich doch 3 ausgebildet habe? Was soll denn das? Oh ja, Moment. Was mache ich mit einem Geologen?
Da gehst du, den schickst du auf den Berg und dann sagst du Rohstoffe suchen und dann sucht er dir die Rohstoffe. Damit du weißt, wo du halt Kohle, Eisen und so ein Shit baust. Dann schreit er immer Yippie, wenn er was Tolles findet. Okay, aber woran, wie kann ich markiere meinen Geologen? Da. Genau. Und dann schickst du die in die Berge und dann schickst du auf Rohstoffe suchen. Und dann fängt er an, so Schilder da aufzustellen. So, was habe ich denn jetzt hier eigentlich gebaut? So, das läuft, das sollen die mal wegmachen. So, Moment. Was macht die Diebin? Die kannst du in ein anderes Land schicken. Und dann kannst du halt entweder scouten oder Rohstoffe klauen. Whatever du willst, Junge. Wieso kann ich meinen Geologen nicht bewegen? Vielleicht ist er kein Geologe. Achso, lol. Dieses Fail-Geräusch heißt, dass ich den bewege. Ja, ja. Tülüt. Oder tülüt. Ja. Alter, was hat er denn da gefunden? Was ist denn dieses gelbe Pfeilsymbol? Was ist das? Ja, ohne Witz, was ist das? Das ist so ein gelber. Wie so eine gelbe Maurübe. Ey, Gold ist doch. Gold sieht doch aus wie Kohle nur in Gelb, oder nicht? Das sind so gelbe Pfeile. Dann vielleicht Schwefel. Ja, nice, das kann ich nicht verarbeiten. Auf finde ich Schwefel. Du, Herr Römer? Cäsar braucht kein Schwefel. Julius! Ja. Das lübt hier alles nicht. Voll geil, mein Lieblings. Schwefel nicht so rum. Boah, es ist aber auch ein Kackgebiet, ne? Alles hügelig. Ich habe meine ganzen Truppen zu Bram geschickt, das war natürlich richtig klug. Ja, Gruppenangriff auf mich jetzt. Nee, aber dann habe ich ja niemanden, um meine Türme zu besetzen und ich frage mich die ganze Zeit, warum sich mein Land nicht erweitert. Geil. Das ist alles okay hier. So. Das ist eher suboptimal. Ist das. Ach so, wenn, wenn ich zum Beispiel Getreidefarm mache, ja, und da steht da gelb, ist halt nicht so geil wie grünes Gebiet, ne? Ja. Aber gelb und grünes Gebiet heißt ja nur, dass die lange brauchen zu planieren. Oder? Ja. Ja. Also das sagt nicht aus, dass das halt scheiße ist für die Farm oder scheiße ist für die Mine, sondern nur um da zu buddeln, brauchen die halt länger. Okay. Du musst selber gucken, dass um die Farm rum ein bisschen Platz ist, dass du irgendwo Getreide anbauen kannst. Wenn du auf das Gebäude klickst, dann hast du da so ein, wie so ein Zielkreis, weißt du, so wo du mit Pfeil und Bogen drauf schießt. Dann kannst du es neu zuweisen, das Gebiet, wo die abbauen sollen. Exakt. Ja! Ich weiß okay. Sachen! Vor allem, ja! Also, so ein paar zumindest. Ich zähle okay. Da nur Kohle, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Kannst du mal Eisenerz finden, bitte? Wie viele Windmühlen auf eine Farm? Zwei eine? Farmen auf eine Windmühle. Ja. Ich kann auch gar keine Farm bauen. Hier ist nirgendwo Platz. Wie ja, wie gesagt, das Gebiet ist ultra hügelig. Ja, aber ich habe auch die ökenmäßigen Damen hier am Stissel, ja? Ja, dann passt das. Ja, ich weiß halt, wie das läuft. Alter, Bram, wieso sieht denn dein Sägewerk aus wie deine Holzfällerhütte? Das verwirrt mich schon. Deine Steinbruchhütte sieht genauso aus. Oh mein Gott. Die sehen alle gleich aus, die Gebäude bei mir. Das ist mir auch schon. Ja, ohne Witz. Was hast du? Ah ja, Amazon. Ja. Ach, du hast auch die Amazon? Habt ihr beide Amazon? Nee, ich hab die Römer. Wollte gerade sagen. Die keine sinnigen. Das ist eigentlich auch traurig, weil es sind die Römer. So, das Volk, was in der Geschichte richtig viel erobert hat. Ja, zwar nicht unbedingt das meiste und die krassesten, aber die haben halt schon ein bisschen. Die waren schon mit ganz gelegt, oben. Ne? Die waren schon. Ja, die waren schon obere, also schon echt. Was haben die Römer nicht? Gute Belagerungswaffen. Ja, natürlich. Ja, weiß ich nicht. Ja, wie gesagt, ich habe gelesen, so, das Katapult, was du bauen kannst, das kannst du eigentlich auch vergessen. Weiß ich nicht, also auf jeden Fall kannst du den scheiß Gong vergessen von den Amazonen. Der ist halt richtig belastend. Wieso kann ich hier oben? Arbeitet. Was wird bauen das jetzt wir hier, Jungs? Können wir ein bisschen schneller bauen, ey, Alter, überall die Fuß halt Säcke so, hier. So, du wirst halt richtig himmelig so. Weil du weißt ja, die anderen machen auch Sachen. Wo bauen die Affen denn da gerade, Alter? Die Affen. Dieses Gebäude kann nicht besetzt werden, weil der Umgebung keine. Ja, weiß ich doch. Ein Geologe hat Kohle gefunden. Woo! Ah. Yeehaw! Da wäre ein guter Standort für eine Kohlemine. Alles klar. Mann. Kohle, Kohle, so. Kohle. Ja, weil wir sind hochziehen, Jungs. Da ist Gold!
Wir haben Gold gefunden, ich bin reich. Ach, der ist immer noch nicht fertig. Wir haben halt so viel Startmaterialien, das ist so unfassbar, das kenn ich gar nicht. So, du kannst halt von Anfang an schon den ganzen Scheiß bauen. Ja, ich find's halt vor allem gut wegen den Werkzeugen, so. Das ist halt, dann verbaut man sich nicht so schnell. Das ist schon mein Lohn. Scheiß Werkzeugschmied, Alter. Alter, die Minglis, die ackern. Was ist das da? Was? Steht kein freier Siedler. Ja, ich sag, ich arbeite dran. Du bist kein freier Siedler. Ja, ich habe keine freien Siedler mehr. Ja, du unterstehst im Römischen Reich. Alles. Gelaber wieder, ey. Wer ist mein römischer Scheich? Er arbeitet! Ich bin dein römischer Scheich, Junge. Weißt du Bescheid? SPQR. Was hieß denn das noch? Ja, genau. Senatus Populusque Romanus. Ey, Gesundheit. Senat und Volk von Rom. Das kennen wir doch mal so schön aus den Asterix-Comics. Könnt ihr mal bitte anfangen, hier alles abzuholzen, Alter? Das ja, eben, das ist wie gesagt, dieses Gebiet ist nicht optimal. Das ist voller Bullshit. Ja, du hast einfach... So, keine Ahnung. Bei mir kommt du jetzt hast der kaum bebaubares Gebiet. Aus? Haben wir Esel? Ja. Bräuch nicht. Okay, dann nicht. Ja, ich hab Esel. Ich muss erst mal gucken, dass ich meine Eisenproduktion hier ans Laufen krieg. Ja, aber es gibt doch bestimmt Alter. So, wie bei Age of Empires, so dauerhaften Handelsbonus, oder? Nee. Ja, natürlich. Wie bei, oder? Wie bei Age weiß ich nicht. Naja, ich brauche erstmal hier Schweinerei und Schlachterei, damit die überhaupt gleich erstmal anfangen, da Eisenerz abzubohren. Komm, jetzt rennt mal da rüber, ihr lahmen Affen, Alter. Eben wart's noch geile Alte mit dicken Öckern. Ja, dicken Öcken. Öcken, Alter, und jetzt sind's Affen. Das jetzt hab ich gesagt. Nehmt mal eure Scheißhämmer in die Hand und macht das mittelgroße Wohnhaus da fertig, ey. Sonst wird Bram anders. Ja. Oh. Und es gibt keine kleinen Lustknaben vor euch am Wochenende. Inshallah. Yippie! Yippie! Ihr seid halt so ein Lappen, ey. Yippie! Ich verstehe, also ich hab doch... Brauch mehr Geologen. Noch einer. Geologen. Hier wird so geackert, es gefällt mir sehr gut. Ich hab eigentlich dreimal da drauf geklickt, aber der sagt mir nur zwei. Da, ja, dann hast du keine freien Siedler. Alter, Junge, ich brauche noch mehr Siedler, Junge, ich habe viel zu viele Rohstoffe. Ja, bau ein Haus. Bin dabei. Die müssen hier alles wegflexen. Das Problem ist nur, ich hab in so einem normalen Spiel, habe ich mir gedacht, so, ja, scheiß drauf, kleines oder mittleres Haus, bau direkt ein großes. So, ja, okay, das Haus braucht 20 Steine. Hm, du hast jetzt keine Steine mehr, um für die anderen Gebäude was zu bauen. Scheiße. Das wird halt einem nicht wirklich angezeigt, sondern erst, wenn du halt irgendwie guckst. Ja, geil, guck mal hier. Ich habe noch einen Stein zum Beispiel jetzt gerade. Man hat ja hier gar keinen Platz. Was ist das für eine Map, Alter? Eben. Weißt du, das ist... Kann dieses Scheißhaus jetzt mal fertig sein, Alter? Alter, Mann. Wie kann man bei Siedler spielen, so richtig? Also, und tilten direkt, ey. Deswegen bist du auch stuck in Bronze, Bram, Alter. Ich bin aber nicht stuck in Bronze, ich bin Gold, ja. Okay, in Siedler? Ja, ich bin Gold. Ja, geht doch, da ist das Wohnhaus, Jungs, ne? Und jetzt wird hier gebaut. Da. Ja, was ist hier los? Baustelle, schön. Landerweiterung, alles. Schön. Wo ist der Schweinemann? Ja, wo ist der Schweinemann? Ja, der Schweinebärmann, der fehlt. Ist das eigentlich legit, ein Haus zu bauen, um zu gucken, welche Rohstoffe das kostet und das anschließend gleich wieder abzureißen? Ich weiß nicht, ob du da was verlierst. Kann ich das machen oder verliere ich da was, Max? Glaub, das kannst du machen. Ey, Bram, ich hätte doch mal Abplatz bauen sollen. Ich bräuchte mal Steine. Du brauchst drei Stonecutter einfach. Ne, Stonecutter, sowas habe ich gar nicht. Ich brauche einfach eine Steinbruchhütte. Ja, mach ich doch. Dafür brauchst du drei. Ja, das zweite baue ich gerade, aber das hat keine Steine mehr, damit ich die Steinbruchhütte bauen kann. Rein theoretisch kann man schon Game Over gehen, wenn du halt am Anfang keine Steinbruchhütte kaufst, alles baust und dann keine Steine mehr. Schade. Eventuell habe ich ein paar Wachtürme gebaut. Aber ich brauche Platz. Römische Reich muss sich ausbreiten.
Römische Reich hat keine Steine mehr. Ja. Vor allem in Siedler 4 bekommst du für sowas auch Benachrichtigungen, ne? In Siedler 3 nur, wenn ein Geologe irgendeinen Scheiß entdeckt hat. Hier da. Fehlt ein freier Siedler zur Verfügung. Reduzieren Sie gegebenenfalls den Anteil der Träger. Ja, nee! Ja, okay. Sowas kriegt man auch noch. Ist schön. Winfried, ihr haben ein freier Siedler. Was, die Familie fördert nichts mehr. Warum ja, nicht? Alter, was war das denn für ein Nuschel-Attack? Ja, da hab ich mal kurz so verschluckt. Wieso fördert denn jetzt deine Miete schon nichts mehr? Alter, wo hast du denn hingesetzt? Oh, hab kein Essen mehr. Alter, wie steht bei dir auf dem Grün? Was soll die denn da auf dem Golfplatz? Ja, wo steht ja die Kohlemühle? Die steht auch halb auf dem Grün. Hast ja, du aber da? Das macht doch nichts. Da war grüner Untergrund. Ach, nee, wie gesagt, der grüne Untergrund, da ist nur, die Schilder, dass die das schnell bauen können. Du musst dann auf die Schilder stellen von Kohle. Okay, dann rasten wir die wieder ab. Warum fördert die Mine nichts mehr? Das ist halt, aber das ist genau das, also das würde ich auch denken, weißt du, das suggeriert das Spiel halt so, okay, Fischerhütte kann ich da am Berg bauen, weil das ist grün, weißt du, da sind keine Fische. Das ist immer so gemein. Nee, das ist mir auch passiert, also ist kein Witz, das ist nicht mal ironisch gemeint oder so. Gut. So, jetzt lübt hier auch langsam der Lachs. Ja, bei mir lübt hier gar nichts. Kann ich da jetzt eine Eisenmine bauen? Man darf halt am Anfang nicht überstürzen, finde ich. Ein Geologe hat Eisen gefunden. Ja, sag mir doch. Da ist guter Platz für eine Eisenerzmine. Da! Habe ich genau gesehen. Pass auf. Da. Wachturm, okay. Ich habe wieder Steine. Gar nicht genau, wie ich das jetzt mache, Alter. Baustelle für Stammrohre. Kann ich die auch kurz wegmachen? Jetzt bau doch nicht das Wohnhaus erst fertig. Oh. Okay. Ja, und sonst so. Ich bin an so einem Punkt angelangt, ne? Ich kann gerade nichts machen, weil, ne? Bist Steine. Du? Das dauert ein bisschen, bis der die da weggekloppt hat. Ja, schön. Sehr gut. Was liegt denn da? Na gut. Da liegen noch 1000 Hämmer. Oh mein Gott, Alter. Jetzt verstehe ich auch, warum ich mehr Geologen brauche. Ja, genau. Also deswegen. Eigentlich sind 3 viel zu wenig. Normalerweise sind es so 5 oder so. Damit die halt ein großes Gebiet abdecken können. Weil die suchen natürlich, weißt du, du weißt, okay, da ist überall Gold. Geh woanders hin. Nee, ich mach da nur ein Schild hin. Auch da ist nix. Ja, gut. Ja, genau. Die müssen immer noch ein Scheißschild hinbauen. Ja, eben. Weißt du, ich denke mir so, geh doch mal weiter nach links. Oh, warte mal, das kann ja bestimmt hier... Sag denen einfach manuell, dass die da hingehen sollen. Boah, ist ja krass. Das funktioniert. Oh, nochmal. Rohstoffe suchen. Fällt den Wald. Befreit den Fluss. Ach nee, das war ja die. Befreit. Scheiß Bäume. Befreit den End. Ja, bei mir ist einfach richtig. Riesengas hier, Alter. Hier wird alles weggeholzt. Wo ist der letzte Stein? Da kommt da ist er, da ist der Träger mit dem Stein. Gleich ist er da. So. Dann geht hier ab. Alter, hier ist schon Bundesgrenzschutzalarm hier bei Bram. What the fuck? Na sieh ja. Oh, krass, ihr seid das war richtig schön das Castle hochgezogen an deiner Border, Junge. Direkt Alter, du hast direkt eine Burg gebaut. Ja, ich kenne doch Max, der kommt gleich wieder und er sagt, ich hab mir doch gesagt, ich gleich vorbeikomme. Muss er nicht. Und zwar genau dem Tonfall. Ist das denn so, eine Burg ist doch nur krass, weil du da irgendwie 30 Siedler reinstecken kannst, oder? Also du musst jetzt auch ganz viel Truppen da reinstecken. Ja, macht ja nichts. Ja, aber... Ne, gucken wir mal. Ich will meinem Allianzpartner alle Informationen... Wie redest du über meine Siedler, Junge? Oh, fühlst du dich angesprochen? Geil! Ja, nur weil ich hier die Ökenmenschen habe, ne? Die Ökenmenschen? Schlöpse! Yippie! Der Wittenhatter, ich werde angegriffen! Was? Die baut echt eine Burg. Alter, Junge? What the fuck? Hä? Die gehen nicht die zurück? Die kleinen... Geh zurück! Fickt sie in den Arsch! Gehen halt legit nicht zurück. Die gehen nicht zurück. Warum gehen die nicht zurück? Warum gehen die nicht zurück? Die Amazonen haben Blut gerochen. Lasst euch nichts! Fickt die Männer! Die gehen halt einfach nicht zurück. Sitzen da auch... Nee, Moment. Hey, mit Alt-Rechtsklick gehen die doch zurück. Warum gehen die nicht zurück? Der Max, der spielt ja gar nicht hier. Tötet sie! Nee, ich spiele Feminismus! Echt? Die sehen aus wie Römer.
Hä? Sie gehen einfach nicht. Guck mal hier, Rappen! Wende deinen Blick Richtung Osten, da kommt Hannibal über die Alpen gelaufen. Jawohl. Ich wollte halt nur an die Grenze. Okay, schon vorbei. Beenden wir jetzt das Spiel oder was? Ey, Bram, du musst deine Truppen zurückrufen. Nein! Jetzt geht's ab, Alter! Ja, aber die haben doch nur 42% Bonus da auf dem Ding von dem. Ich checke, ich wollte nur an die Grenze und gucken, ob du wirklich eine Burg baust. Auf einmal rennen die rüber. Bei Siedler 3 ist das Problem, wenn die Gegner auf Feinkontakt sind, dann rennen die einfach weiter. Du kannst ja nicht mehr steuern. Alter, Junge, ich hab ihm richtig viel weggemacht. Ja, weil ich halt keinen Kampfbonus in deinem Land habe. Legit hab ich dich gefickt, Junge. Ne? Deswegen. Weil du hast halt 100% und er nicht. So, du machst halt ist halt Rabatz. Sehr unentlohnt. So. Ich brauch mehr Steine. Gib mir doch mehr Steine. Ich brauch mehr Steine, damit ich mehr Siedler hab. Das ist jetzt echt ein Problem. Kann ein Bogenschütze aus der Flaschen. Burg herausschießen? Ja, klar. Ja. Das ist halt super dumm jetzt. Aber schießen die nicht, also zumindest im Singleplayer ist es so, wenn beispielsweise Bram auf seiner Burg jetzt Bogenschützen hat und Max seine Truppen daneben aufstellt, schießen die Bogenschützen nur auf Max, wenn die dein Gebiet betreten, oder? Ja, nur in meinem Land dann, genau. Also die schießen jetzt nicht einfach auf Max, nur weil die bei dem im Land rumstehen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Warum nicht? Deine sind nicht ganz so krass wie die von Max, die gehen direkt heim. Ich finde das alles sehr unentspannt hier gerade, ne? Ja, das war auch aus. Also, ich wollte es tatsächlich nicht. Siedler, ich wollte tatsächlich. Ich wollte tatsächlich nur mal kurz gucken, ob du da wirklich eine Burg reinziehst und an die Grenze gehen. Auf einmal rennen die rüber und wollen boxen. Und rennen alle in ihr Verderben. Das war halt sehr suboptimal. Naja, machst du nix, ne? Nee, hey, da machst du überhaupt nix. Ne? So, ich glaube, die Werkzeugschmiede macht schon Sachen automatisch. Ja, aber also wir haben ja auch 3 Milliarden Werkzeuge, ne? Werkzeugschmiede macht nichts automatisch. Machen wir nichts. So, jetzt bau doch den Stein dahin. Oh. Gut. Jetzt können die da wieder ein bisschen drauflunzen. Jawohl. Bing. Hier wäre ein guter Standort für eine Kohlemine. Nein. Nein. Eisenerzmine habe ich schon. Wieso habe ich denn in der Goldmine, die auf Gold steht, nur eine Erfolgsquote von 0%? Weil die keine Fische kriegen. Keine Fische, oder? Jo. Aber warum kriegen die keine Fische? Oder haben die Fische? Die haben 4 Fische da drin. Und dann müssten die eigentlich Gas geben. Dann steigert sich das. Hast du die gerade erst gebaut? Ja, die steht schon länger da. Hm. Und meine Kohlemine hat auch 85%. Ja, das ist ja okay. Rodet den Wald! Ja, ohne Witz, ey. Ich konnte noch nicht mal. Ich kann halt auf meinem ganzen Fickgebiet keine Getreidefarm bauen, weil hier nirgendwo Platz ist. Ja, es ist. Das ist doch anormal. Da oben ist so ein Land. Anormal. Ist schon anormal. Ja, ohne Witz. Die gehört halb Europa, aber eine Getreidefarm? Nee, nee. Da muss man noch ein bisschen mehr erobern. Die gehört halb Europa. Ja. Wie viel Material haben wir denn jetzt da? So, jetzt wird hier richtig geackert. Urukais! Oder so. Da kommt der Stein. Da, ganz Leute, da seht ihr ihn? Pass auf, da. Da kommt der Stein. Der jetzt zum Sägewerk Heini. Zack. Eigentlich können die Sägewerk und Holzfäller auch mal in den Krieg ziehen, finde ich. So einer Säge, nice. Ja. Ich kann wegsägen. Nein, Junge, jetzt geh da hin, du Fotze. Alter. Ah, du Fotze. Ja, besser ist das, dass du da dein Schild aufstellst jetzt. Das ist eines der niedlichsten Spiele, was ich kenne. Ja, er geht so dran. Alter. Ich finde das nicht in Ordnung, was da ist der letzte Stein. Das Haus wird fertig. Jetzt kloppt da drauf. Jawohl. Die letzten Ziegel werden gelegt. Und jetzt wird gefickt, weil jetzt kommen da 73.000 Siedler raus. Jawohl, guck mal, da ist der neue Steinmetz. Und da ist er endlich der neue Schweinemann. Endlich habe ich Siedler. Der neue Schweinemann. Ja, die Schlachterei arbeitet nicht. So, das okay. Alter, wie viel da rauskommt, das ist ja fast ohne Boden. Mehr Holz. Holzer?
Falsches Spiel. So, jetzt können wir weiterbauen, Freunde. Zum Besetzen eines Gebäudes steht kein freier Siedler zur Verfügung. Reduzieren Sie ihn. Alter, hier wird so geackert. Es ist so krass, ne? Wo tue ich denn jetzt meine Goldmine hin? Ja. Weiß ich nicht. Da? Wenn ihr da jetzt nochmal Gold findet, dann kommt die da hin. Ah, toll, Kohle. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch so einen geilen Stonecutter. Geilen Stonecutter. Hast du immer noch auf Englisch? Nö. nein. Nee, ist eigentlich auf Deutsch das Spiel. Okay. Ich möchte... Was möchte der Herr? Das möchte ich machen. So. Boah. Alter, hier wird wirklich alles weggerodet. Hier wird... Das ist fucking Isengard. Die haben auch alle so eine rote Hand auf der Fresse. Wo habe ich denn meine Goldmine hingestellt? Siehst du, das ist wieder das Problem, wenn ihr Gebäude alle gleich aussehen. Moment, was, mehrere Berge? Ach krass. Du bist ja blessed. Wer ist blessed? Komm. So. Das. Und das. Nee, das nicht. Oh, nochmal weg. Die kommt dahin. So, das haben wir doch bestimmt hier an der Stelle. Da. Kohle. Da oben. So. Alter, hier wird so geackert. Es ist so geil. Die arbeiten halt wenigstens mal, weißt du? Nicht so wie diese Kack-YouTuber. Der hat auch keine Ahnung. Das sind die Aufseher, das ist auch schon ein bisschen was. Die gehen ihrer Arbeit nach. Das ist schon krass, wa? Also hier wird echt geackert. Ja. Find ich auch jetzt echt entspannt alles. So, und jetzt müssen wir auch nochmal hier... So. So. Ich finde es super. So geschmackvolle Eselzucht könnte ich hier noch machen. geschmackvolle Eselzucht. Bei Bram gibt's die besten Esel des Landes. Jo. Wir haben auch echte Rohstoffe ohne Ende, oder? Ah. Ja, nicht ganz. Also, ja. Ich bin eben schon an die Grenze gekommen. Pick, pick, pick. Und was fehlt da noch? Drei Holz. Das ist so wuselig, dieses Spiel. Das... Hm. Ja, was machst du denn jetzt? Wieso gehst Holz, du dahin? Junge! Alter. Okay, hier ist die Grenze von... Alter, er hat halt eine fucking Burg. Ist halt so geil. Aber die ist noch nicht fertig. Meine ist fertig. Brauchst du denn... Achso, die ist fertig? Krass. Okay. Das sieht anders aus. Brauchst du denn jetzt irgendwie mehr Holz, weil du irgendwie Amazonenvolk bist, als Steine? Oder ist das alles gleich? Amazone brauchen, glaube ich, halbwegs ausgeglichen. Ich glaube, ein Tucken mehr Holz. Tucken. Ja, das ist gut. Boah, wie haben die uns genannt? Rein! Nanni! So. Wo sind meine Geologen? Sterben irgendwann die Geologen? Ja, ohne Scheiß. Wo sind denn meine Geologen? Nee, die hören halt irgendwann einfach immer auf zu arbeiten. Die muss man immer wieder anwählen und dann arbeitet weiter. Und dann arbeiten die erst. Wo ist denn der Dritte? Der steht einfach im Wald. Die gehen ihrer Arbeit nicht nach. Der steht einfach im Wald rum, das glaube ich einfach nicht. Geh mal dahin. So. Dumme Rolle, ey. Mach mal das jetzt.
Ich hab einfach einen richtig dicken Speer zwischen die Beine, wenn er sich arbeitet. Ja, der hat mal gesagt, Alter, da wäre ein guter Punkt für eine Eisenerzmine, ne? Und hier. Was ist das da? Da, bumm. Perfekt. Perfekt. Noch mehr Gold, Alter. Was soll ich denn damit? Dann mach ich die vierte Goldmine oder was? Okay. Okay. Ach so. Moment. Das hier ist, ne? Ich hab so unendlich viel Kohle, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Lecker. Ich hab einfach, glaube ich, nicht mehr genug. Ja, ne, ich brauch noch mehr Werkzeuge. Ah. Moment. Kommen wir darüber? Ich sehe gerade eine kleine Problematik. Völlig den Überblick verloren, was ich so brauche. Aber ist cool. Die machen was, weißt du? Hauptsache, hier sind beschäftigt, die Leute. Habe ich noch, ja. So. Lecker. Hier, was versteht man an? Höchste Prio nicht. Achso, da rennen sie doch schon alle. Bisschen ungeduldig. Alter Junge. Jetzt lasst euch doch nichts hier erzählen. Ihr seid doch viel krasser als die kleinen Würstchen mit den Pimmeln. Schön. Feminismus bringt uns den Sieg, Junge. Jawohl, da kommt das dritte Brett. Das dritte Brett. Guck mal, hinterher. Jetzt gehen die alle hier rum. Zeit, ein neues Haus zu bauen. So. Nee, das geht noch nicht. Komm schon, Mädels, jetzt mit dem Hammer hier mal. Schwing die Lützi. Was sind das für Ausdrücke? Schwing die Lützi. Was soll das überhaupt heißen? Das heißt, sie soll ihren Hammer, ihren weiblichen Hammer schwingen. Der heißt Schwingt halt Lützi. Die Lützi. Ich verstehe deinen Antifeminismus gerade echt nicht. Ne? Dein Antifeminismus. Geht ja gar nicht. Jawohl. Also, weißt du, Max grenzt sich ja auch von den Feministen so ab. Ich meine, guck dir das mal an. Das geht auch wirklich. Weil man natürlich auch wieder sagen muss, ne, die Feministinnen sind da natürlich auch wieder etwas extrem. Sehen Männer erstmal Burg bauen. Ja, danke, endlich sagt's mal einer. Boah, jetzt renn doch mal, du Olle, ey. Können in so einen Turm nur Schwertkämpfer rein? Das ist ja jetzt irgendwie belastend. In was für einen Turm? Ja, in so einen normalen Wachturm. Also, ist ja egal, welche Waffe man baut, die kostet immer Eisen. Nee, nicht Bogenschützen, die Speerkämpfer. Ja, die können in große Türme und den Burgen rein. Hey, Christian, guck mal bitte kurz in die Mitte von meinem Lager. Ich hab so ein, zwei freie Siedler. What the fuck? Was hast du gemacht? Ach, du hast zwei große. Nee, du hast einfach ein großes Wohnhaus gebaut. Ja, okay. Ja, war vielleicht ein bisschen ohne. Ja. Aber du bist vorbereitet, ne? Also jetzt, wenn du Arbeit hast, ne? Oh, ohne Scheiß, da stehen so viele Leute rum, man könnte meinen, das wäre Hartz IV Land oder so. Hey. Alter. Man könnte meinen, das wäre Hartz IV Land. Aber ist, also. Aber können die nicht alle tragen, wenigstens? Nee, gibt ja, nicht, gibt gar nicht so viel zu tragen, wie ich gerade merke. Bei mir ist er unterbesetzt. Ich muss mal wieder ein Haus bauen. Kommt schon! So. Wo ist eigentlich meine fucking Eisenschmelze? Boah, die steht aber nicht optimal. Da bin ich ja mal ehrlich. Ja, Mensch! Ja, eventuell habe ich vergessen, wo ich meine Waffenschmiede hingebaut habe. Wo ist das Ding denn? Ich weiß nicht. Ihr seid halt geil. Das gefällt mir. Wo ist denn die Waffenschmiede? Luzi 1 und Luzi 2. Jetzt geht richtig ab. Ah, hier wird so gesägt. Krass. Ich kann dem 2 Stunden lang zugucken. So, wollen wir einfach nicht kämpfen und einfach alles abbauen? Wie die Acker. Bis wir unendlich alles haben.
Von mir aus habe ich kein Problem mit. Komm schon. Reiß die Hütte ab. Kannst du bitte dahin gehen? Da sind die am Graben. Da! Als Choleriker. Immer dasselbe. So, der Lachs lübt. Es macht einfach keinen Sinn, da oder da ein Getreideding hinzusetzen. Scheiße. Scheiße! Ich hab keinen Platz. So, was haben wir da? Warum liefert ihr den ganzen Scheiß nicht schon mal? Ich hab doch so viele Rohstoffe. Ich hab so viele freie Träger. Alter, der Chris sieht da auch schon die Türme hoch. Hm? Ja, ja, das sieht super aus. Aber die sind ja gar nicht besetzt. Soll ich da mal anklopfen? Ich hab eventuell, ja, nee, ich bin... So. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen Speerkämpfern und den Schwertkämpfern? Also die Speerkämpfer sind ein bisschen langsamer, aber halt mehr aus. Und die haben halt so ein bisschen mehr Range einfällt. Wow. Ja. Das ist immer so super wichtig hier. Ja. Spiel. Nee, überhaupt nicht. Nee, also wirklich nicht. Nee, also ich weiß. Deswegen. Wo kann ich nochmal sagen, welches Essen in welches Ding rein soll? In der Warenverteilung. Du klickst auf das Warenmenü und dann das zweite Menü von rechts. Da klickst du die einzeln an. Eisen auswählen. Nee. Ah, okay. Kohle auswählen. Was wollen die denn jetzt? Dieses Gebäude, ja, weiß ich. Fleisch auswählen. Kohlemine ist mir egal. Ist mir egal. Kohle habe ich wirklich genug, weißt du? Das ist Quatsch. Brauch mehr Siedler. Baut mal da Tütchen da fertig. Okay. So, was brauchen wir jetzt gleich? Wir brauchen Mann. Wir brauchen Mann. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Siehst du, irgendwann kommt der Punkt, wo auch die Feministen erkennen. Oh Mann. Da jetzt mal bitte. Da bauen wir jetzt. Ja. Ich hab das Ding ja noch nie Multiplayer gespielt, muss ich sagen, und ich bin echt erstaunt, wie gut das läuft. Ja. Ja, ja. Weil ich dachte mir, wenn jeder gleich von uns 73.000 Siedler hat mit was weiß ich für Truppen, dann könnte schon mal anfangen, ein bisschen zu laggen. Aber was hältst du denn? Tatsächlich, ja. Okay, wie sieht's hier aus mit den Rohstoffen mittlerweile? Mhm. Wir brauchen noch mehr Holz. Okay, das heißt, hier läuft gerade jetzt alles richtig hart, oder was? Du hast das und das. Oh, ihr braucht das. Oh, ah. Mm. Okay, ihr braucht auch noch Getreide. Das ist natürlich Belastung. Nee, nicht da bauen. Ja, abreißen. Da. Weil wenn die Schweine fahren, braucht auch Getreide, aber das darf man nicht vergessen. Also vergessen habe ich es nicht, ja, falls man irgendwann mal zuguckt, aber ich habe keinen Platz. So, das, weiß nicht, ich stelle doch nicht so eine Getreidefarm direkt neben Steine, so da kann ich kein Getreide anbauen. Boom. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir ganz geschmeidig hier nochmal ein kleines Fischerhütchen hin, wa? Ganz geschmeidig hier. Alter Junge, ich habe so viel zu essen. Ich bin Jesus Christ of Food. Jesus Christ of Food. So, ich hätte jetzt voll gerne nochmal so einen fucking Hurengeologen. Da!
Ist so dumm. Die arbeiten eigentlich die ganze Zeit weiter. So, und wenn die das nicht machen, dann sagst du denen immer so, ey. Arbeite. Mach mal. Da ist auch noch einer. Lol. Du kannst die auch unter Siedler, kannst du die alle anklicken, ne? In der Berufswahl, wenn du da auf das Weltsymbol klickst. Markierst du alle Geologen. Ich hab das Welts, ach so. Da oben links das. Ah. Nee, lieber nicht. Wie lieber nicht? Ja, lieber nicht alle markieren. Wieso denn nicht? Sollen die nicht alle arbeiten? Ja doch, aber die arbeiten ja schon. Also. So, hier, genau, dann Warenverteilung. Wieso okay. Baut ihr denn jetzt Speere? Ihr sollt keine Speere bauen. Das funktioniert ja wirklich! Was denn? Alter, Junge, Max, ne? Was hast du? Jetzt fange ich an, Speerträger auszubilden. Jetzt kommt meine Gongfabrik, Junge. Hey, gönn dir. Aber erstmal brauche ich eine Imkerei. Was kann denn die Imkerei? Imkerei? Die macht Honig, Junge. Geil, oder? Das ist schon krass. Was ist das da? Die Eselzucht. Ah ja, genau, die hatte ich ja schon mal. Man kann Schiffe bauen, Alter. Jo, Schiffe sind auch interessant. Was haben wir noch? Okay. Wenn wir gerade dabei sind, ne? Können wir vorne noch mal ein bisschen Holz abbauen. Das wäre eigentlich ganz schön nice. So, hab ich genug Leute? Ich brauche noch mehr Leute mit einem Hammer. Ich habe 215 Werkzeuge. What the fuck? Was? Wie geht das denn? Ja, krass. Stabil. Okay, ich brauche auf jeden Fall, und das ist tatsächlich mal jetzt High Priority. Hier ist kein Platz! Jungs, ihr müsst hier alles abholzen! Ja, ja, Platz ist echt so ein Ding, ey. Was brauche ich denn da gerade? Wird so nice geackert. So langsam fängt das Spiel bei mir hin und wieder mal so ein bisschen zu stocken an. Mir fehlt eine Axt. Okay, macht ja nix. Was ist denn hier los? Oh Gott. Ah, jetzt geht's wieder. Gebaut. Nice, Alter. Okay, okay, okay. Wo bauen wir denn? Da passt die alte Eisenschmiede noch hin. Ja, leck mir am Säckchen. Das ist doch perfekt. So, wie viel Holz haben wir jetzt noch? Langsam wird Holz echt knapp. Wie kann es sein? Wie kann es sein? Ich dachte, du willst alles roden. Ja, will ich auch. Mittlerweile 10 Holzfällerhütten, aber trotzdem, ich komme nicht mehr hinterher. So, was mache ich jetzt mit dem Gold? Einlagern. Haben, ja. Okay, aber wo lagere ich das ein? In Lager. Auf dem Boden. Du kannst auch im Boden lagern. Also, du kannst natürlich auch ein Lager bauen. Ich habe ein Lager also, extra unter verschiedenen Gebäude habe ich extra ein Lager. Also, habe ich auch. Und jetzt habe ich da Gold drin und jetzt? Ja. Ende. Ja, jetzt fertig. Hast du Gold. Ende. Fertig. Oh, ganz schön krass von mir, ey. Da muss ich dir zustimmen, Bram. Ist krass. So. So. Passt ja auch noch hier irgendwo hin? Können wir hinten mal jetzt endlich anfangen, alles wegzuplanten, was hier geht? Wegzuplanten. Schön.
Ja, das ist cool. Das ist cool. Oh, das ist nicht cool. Da. Hoppala. Was hat er denn jetzt gemacht? Nix. Geht dich gar nichts an, ja? Guck mal weg. Komm schon. Nein, es gibt keine gibt's eigentlich Angriffszauber? Hat irgendein Volk wirklich Angriffszauber, womit du Damage machst an Einheiten? Damage an Einheiten, ich glaube nicht. Ja, ich kenne halt nur, dass du, also hier die Römer haben ja beispielsweise dieses Angriff. Bekehren. Ja, bekehren. Kannst halt deine Truppen buffen manchmal. Oder die anderen Schwächen oder sowas. Wo sehe ich da, welche Angriffszauber ich hab? Ja, du kriegst deinen. Du musst erst Tempel bauen. So. Ah ja, den Grußtempel baue ich auch gerade, okay. Ja, brauche ich gerade. Ja, das ist okay. Ja. Ich habe immer das Gefühl, ich noch ein bisschen mehr Land brauchen könnte. Aber vor allem brauche ich noch mehr Holz. Okay, woran genau hapert's? Das ist halt echt immer so ein Ding. Fehleranalyse bei Siedler. Da. Du. Ach so, okay. Die funktioniert gerade nicht deswegen. Okay, ich verstehe. Nein, die Goldmine fördert nichts mehr. Du. Kannst weg. Du. Kannst weg. Du kannst stehen bleiben, aber das ist da noch nicht fertig. Okay, wo bist du? Steinbruch. Hier wird geackert. Kann man denn auch eine Goldmine einfach auf so Edelsteindinger planten und die fördern dann Gold oder kommen dann nur Edelsteine raus? Nee. Also nur, da kommen Edelsteine draus. Aber Edelsteine kannst du halt auch ganz normal einlagern. Aber ich habe auch keine Edelsteinmine als Römer. Ja, als Römer ja, kannst eben, du da nichts machen mit. Brauche ja nix. Du dahin. Du hast noch ein paar. So. Du kannst gerade nicht hacken. Genau, du und du sind für dafür verantwortlich und du dafür. Okay, du baust das, du baust das. Okay. So sieht's hier aus, ne? Es lübt. Die Frauen schwingen den Hammer. Mr. und Mick. Wir haben Frau und Mr. Öcke, die hier richtig abgehen. Was? Wer ist denn Mr. Öcke? Wir haben hier Frau und Mr. Öcke. Da. Dann machen wir mal sowas. So, so sieht's hier nämlich aus, jawohl. Alter, Bram mit der zweiten Burg. Alter, da wird richtig, ey, ihr macht halt richtig dicht. Ihr kennt da nix. Ey, ich hab noch keine Burg gebaut, ja? Naja, dicke Türme da, Alter. Ein. So, jetzt hab ich's auch endlich mal aus meinen fucking 26 Eisen, die ich hab, mal Eisenbarren zu machen. Du hast ja Eisenschmelz über. Ja, ich habe eben Getreidefarm gebaut. Aber endlich mal Platz dafür gehabt. So, was damit? Nee, du machst. Ich weiß jetzt nur nicht, die Goldmine fördert jetzt nichts mehr, weil da nichts mehr ist. Keine oder Fische. Weil die keinen Fisch haben. Ja, eben. Ja, musst du gucken. Also, wenn die Fisch hat und dann kommt, ja, fördert nichts mehr, dann ist RIP. Wir haben einfach keinen Fisch mehr. Aber da kommt der Fisch. Der ist frisch. Der Fisch ist. Ja. Alter. Ich glaube, ich habe ein bisschen viele Kohleminen. Verstehe halt nur nicht, ich hab ja Gold, ne? Mhm. Trotzdem ist die Kampfkraft nur bei 48%. Woran liegt das? Naja, ist ja schon mal dann gestiegen. Am Anfang hat man ja, glaube ich, 42. Ach so, oh Gott. Arsch, das funktioniert ja wirklich alles, was ich hier mache.
Das hat ja Hand und Fuß, leck mich am Sack. Jetzt kommt auch das Holz wieder ins Rennen. Junge, Alter, ich bin so krass. Ich bin ja auch gut am Machen. Lecker. Jawohl, da kommen die letzten zwei Bretter an. Jetzt wird hier richtig gehackt, Junge. Alter, wie viel Werkzeug ich habe? Ich habe endlich den Automatisierungsprozess vom Werkzeug eingestellt. Da habe ich voll drüber. Du kannst ja so eine Standardproduktion sagen. Ja. Das habe ich vorher nicht gemacht. Aber seitdem ich das jetzt aktiviert habe, ist das ja GG im Early. Verbrauchen sich eigentlich die unterirdischen Rohstoffe irgendwann? Oder hältst du eine Goldmine ewig? Nee, ich glaube nicht. Okay. Dann geh mal dahin. Und dann kann ich gerne auch noch theoretisch eigentlich handeln. Indem wir jeder einen Marktplatz bauen. Ja, ja, das habe ich schon. Achso, ich aber nicht. Hast du dir am Anfang des Spiels gesagt, du hast einen Marktplatz gebaut, jetzt können wir handeln? Ja, aber du sagtest, du willst nicht. Und hast du den Marktplatz wieder abgerissen, oder? Nein, hab ich mir nicht fertig gemacht. Okay. Ja, ich dachte, wofür wir Gebäude bauen, wenn er nicht benutzt wird. Ey, ich werde angegriffen! Was ist da los? Echt jetzt? Nein, du greifst mich an. Du mit deinen Fick. Ja, weil du mit deinen Fick-Geologen. Das sind deine Geologen. Du greifst mich an. Ja, der rennt einfach da rein. Bestimmt den Jungen nicht. Ja, der ist fickrig. Vielleicht hat er aus Versehen deine Geologen für Pioniere gehalten. Aber selbst dann, seien wir ehrlich. Da musst du nicht so auf 8 haben. Da ist so ein ganz komisches Geräusch. So ein Bing. Weißt du, dann heißt du, du wirst angegriffen. Das ist die einzige Nachricht, also irgendwie, die du da kriegst, wenn du das übersiehst, also im Singleplayer. Mich an einer ganz anderen Stelle, wo ich nie hingeguckt habe, der Computer komplett weggemacht. Da war so, ups. Okay, das merke ich mir. Bing. Auf das komische Nachrichten, da guckt da keiner. Da oben kannst du aber ganz was hinmachen. Und du kannst das da noch hinmachen. Ah, guck mal, endlich wird hier auch Wein angebaut. Ah, jawoll, Alter. Ich nehme den Skill an. Es lübt der Lachs. Ah. So, dann hätte ich ja das hier noch. Was ist das? Schwefel und Edelstein. Kann ich damit irgendwas tun, außer die haben? Ja, nee. Ja. Schwefel? Ja. Schwefel. Einfach nur. Ich schieße schon wieder keine Siedler rum, das ist schlecht. Ne? Ja, das da finde ich irgendwie noch wichtig. Jawohl, der Geologe hat Eisen gefunden. Da steht schon eine Eisenmine, Alter. Und du erzählst mir jetzt, da ist Eisen. Ja, nein. Clever Boy. So, geh doch mal da links hin. Ich hab noch genug Leute, die einfach nur arbeiten, oder? Die einfach nur arbeiten. Was ein geiler Typ, übrigens Eisen. So. Ah, okay. Ich verstehe. Lübdelachs. Da kommt das Holz. Sehr gut, da kommt das Holz dafür. Dann habe ich hier die Sachen, da habe ich die, diesen. Boah, Alter, ich bin der so krass. Schöne Rohstoffe weiter suchen. Guck mal, da entsteht endlich. Wie hieß denn das nochmal mit den Säulen?
macht man eine Getreidefarm? Das ja, Pantheon bestimmt. Ich will am überlegen. Jawohl. Wie ist das denn mal? Ja, nicht das Kolosseum. Das Forum Romanum, ja natürlich. Wusste ich doch. Okay. Haben wir da noch? Oh, wieder okay, typisch, dass die Römer so Säufer sind. Oh Gott, Alter, Junge, ich muss ja richtig krass sein mittlerweile. 42, okay. Ich muss ja richtig krass sein. Was genau fehlt hier? Stehen noch ein paar Leute rum. Ich brauche mal mehr Bogenschützen, verdammte Axt. Hier wäre ein guter Standort für eine Kohlemine. Da steht schon einer. Ich kann drauf schießen. Aha. Der Bram will Stress. Alter, Bram, was hast du denn da vor? Warum sagst du denn nichts? Du musst die Türme kaputt machen. Ah, ich muss nur auf die Türme aufrennen. Ja, du kannst keine Einheiten kaputt machen oder Häuser. Du musst immer nur die Türme kaputt machen. Was anders kannst du nicht angreifen. Oder andere, hier, wie heißt das? Militäreinheiten. Oder Geologen oder solche Sachen. So normale Siedler kannst du nicht angreifen. Bram meint oder also, er hat richtig viel Kampfkraft schon. Bram, du weißt, dass der in seinem Gebiet mehr Kampfkraft hat als du. Nope. Aber du kriegst halt hin. Okay. Dann hab ich wieder mein Gebiet. Dann gehe ich halt wieder. Also, bisher für mich der störendste Unterschied, ich spiele gerade sehr viel Siedler 4, die Kontrolle der Truppen. Dass sie einfach, ja, wenn ja, die zu nah an Gegnern sind, nicht mehr gehorchen. Dann, dann haben die... Die blockieren dann einfach ihre Scheißhörner. Dann ist Ende. Ja, voll. Die sind so fickrig, es ist unnormal. Du kannst ja auch keine, du kannst ja keine Gruppen zuweisen oder so. So. Nö, das kannst du in Siedler 4 auch. Da hast du auch Hauptmänner und so ein Schnickschnack, macht Spaß. Ja, Spaß, finde ich, macht Siedler 3 auch, aber das ist so... Er wird gekämpft. Knuffiges Aufbau. Lol, Max, jetzt gar nicht mit. Ich klopfe dem einen nach dem anderen weg. Lol. Ach, genatzt. Hast du gedacht, Schlingel. Wa? Er Schlingel. Ey, ist okay, ne? Hab ich dich kurz dran gekriegt, ich weiß genau. Okay, woran fehlt's mir jetzt? An Leuten? Brauche ich noch mehr Leute? So, wann löppt denn hier der Lachs jetzt? Aber da stehen super viele Leute rum. Was ist genau die Problematik? Ja, machen wir kaputt. Was? Wie dülüm? Nein! Ich habe keine Anweisungen gegeben. Die werden angegriffen. Nee! Bleib hier! Alter, was macht der denn da in meinem Gebiet, hör mal? Ja, vor allen Dingen alleine, weißt du? Oh, heute habe ich nichts zu tun. Ach, guck mal, da ist Turm. Ja. Richtig. Fickrig. So, dann kann der auch mal weg. So, was lübt hier eigentlich? Ja. Da kommt dann noch so eine hin. Brauche ich nochmal ein Haus oder ist das jetzt alles legit hier? Zwei, drei. Wir brauchen auf jeden Fall. Alter, wo ist denn die vierte? Da, so ein Ding brauchen wir noch. Wo ist denn meine vierte? Also, hä? Ich habe irgendwie den. Wo sind denn meine Gebäude alle? Ach, da. Okay. So, Bundesgrenzschutz. Nee, falsch. Im Einsatz. Dann zieht er einen großen Turm hoch einfach mal. Hä? Auch mal nicht. Düm, 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 düm. So, was auf jeden Fall, glaube ich, reicht eigentlich, was macht ein Aussichtsturm? Nur Vision oder auch Gebietserweiterung? Nur Vision. Nur Vision. Der ist aber okay, dann billiger. Ich glaube, der kostet weniger Steine oder so ein Scheiß. Okay. Okay, okay. Danke erstmal für die Ehrlichkeit hier. Nicht, dass irgendeine Unwissenheit hier ausgejust wird.
ausgejust. Also das Hauptproblem ist halt wirklich Platz, ne? Ja, definitiv. Und, dass ich nicht genau einschätzen kann, ob ich jetzt genug Leute habe oder nicht. Nee. Ja, das würde ich alles so an Siedler 4 ein bisschen besser. Knallt die hier rüber, ey, ich glaube. Ich werd nicht mehr. Also ich habe zwar 206... Was will die Alte denn jetzt hier an meiner Tür? Eskaliert hier gleich, ist hier wie im Kalten Krieg die Lage. Was wird denn das denn jetzt? Warum klopfen die da an? Ja, da. Bram hat irgendwie Bock auf Schläge. Die eine. Die hat ihn weggemacht. Nein, die hat nur die Tür geknallt. Ach so. Oh, Bram. Oh, die ist kaputt. Ah, die ist kaputt. Oh, die schreien ja schön. Ja. Oh, okay. Hier vielleicht doch wo noch ist da eigentlich das Problem? Ach, es gibt gar kein Problem. Hey, was tut er? Die sind so fickrig in diesem Spiel. Love it. Belastung. Ah, das ist jetzt richtig belastend. Ja, ja. So. Die knallen einfach über die Grenze, ey. Schweine werden einfach zu langsam fett. Endlich sagt's mal einer. Dort ewig. Okay, ich würde sagen, ich habe mittlerweile echt genug Holz. Aber du musst halt wirklich hier so nach und nach immer noch dafür sorgen, wa? Oh ja. Hier habe ich gar keinen, wa? Heißt, da kann ich so ein Teil noch bauen. Das baue ich da. Das ist fein. Was baut ihr da? Okay. Okay. So, jetzt kommen wir noch ein paar Minglis. So, wunderbar. Und das hätte ich gerne als nächstes. Wait, habe ich das jetzt gebaut oder nicht? Okay. Was ist das schon wieder, Max? Hä? Du schießt rüber? Ja, natürlich schieße ich rüber. Natürlich schieße ich rüber. Dann immer Grenzverteidigung. Das hier ist die DDR, Junge. Ja? Nur halt, hier kommt keiner rein. Ja, ich sage ja, es ist der übelste kalte Krieg hier. Hä, hey, Chris baut da auch eine Burg. Unnormal. Hm? Das ist nur Grenzschutz. Ja, ja. Sehe ich, Alter. Yippie! Das braucht man ja auch so als Prestigeobjekt. So. Das dürft ihr gerne noch machen. Wie krass ich bin. Genau, hier die, bitte, und den. Das ist jetzt mal das nächste.
könnten wir machen. Da brauche ich jetzt keinen. Da habe ich noch Fisch. Habe ich da noch Fisch? Jo. Hört Fisch jemals auf oder hört Fisch auf? Ich glaube, das machen die immer. Ist so ein No-Brainer, weißt du, der Fisch. Fisch geht immer. So, du tot. Du auch tot. Mal weg hier. Hey, du kannst doch da weitermachen. Was ist da? Okay, ist die krasse Getreidefarm? Guck mal da. Krasse. Rennt doch hier. Nee, da. Da ist richtig Space, Junge. Boah, nice. Was ist da? Ach, das ist ein mittelgroßes Wohnhaus. Okay. Woran hapert es, dass wir jetzt gerade nicht... Doch, wir bauen eigentlich so unfassbar viel. Das ist schon krass eigentlich. Was hilft mir jetzt eigentlich ein großer Tempel? Da kriegst du einen Priester raus. Abraham. Ja? Guck mal da oben. Nach oben? Ja, im Norden. So, kriege ich jetzt hier irgendein Angriffsding? Ja, wieder rübergeschossen, die Alte. Warum sagt ihr jetzt nichts? Warum ist so... Ey, keine Ahnung. Wululu. Hey, da war gar nichts weiter. Wo ist der denn jetzt hin? So, ich habe eine kurze Frage. Ich habe jetzt diesen Priester, ne? Ja, den habe ich auch. Meiner ist gerade weggerannt. Waren herbeirufen könnte ich jetzt machen. Wollen Sie dieses Ereignis auslösen? Gibt es kein Ja oder Nein? Da gibt es das Ereignis nicht auszulösen. Ja, du musst dann Linksklick irgendwo auf den Boden machen. So. Aber Waren herbeirufen ist doch wirklich was Cooles, oder? Ja. Was heißt denn wahr? Achso, nee, so was habe ich. Ich habe göttliche Gabe, das ist meistens ganz cool. Da kriegst du Gold. Und ein bisschen Standardkram. Ich habe echt Probleme. Ich habe echt Probleme. Ja, ich habe keinen Platz mehr, um neue Holzfällerhülle zu bauen. Ah, doch. Ah, jetzt ja. So, hier wieder richtig schön abfackeln. Abfacken oder abfackeln? Abfackeln. So, ich hätte jetzt gerne mal kurz hier... Was sind die denn? So, es löppt der Lachs. Diese Zucht- und Schlachter sieht bei mir 1:1 gleich aus. Der Schlachter hat doch Ziegeldach. Ach, die Eselzucht. Nee, bei mir. Eselzucht und Schlachter sieht bei mir komplett gleich aus. Bei den Asiaten. Du hast so Römer. Das ist das nochmal was anderes, hör mal. Wobei, bei mir, also so die Eselzucht. Mit wem handelst du denn? Gar nicht, ich habe das nur im Baumenü gesehen. Das sieht bei mir gleich aus. Okay. Okay, ich weiß ehrlicherweise noch nicht, weil ich jetzt mit der geilen, weil ich jetzt mit geilen Honig mache. Imkerei und dann dieses andere Gebäude, was daneben ist. Wie heißt das nochmal? Das heißt so ähnlich. Ja, genau, das habe ich auch. Das heißt Honigzwingerei. Aber da kommt halt irgendwas her raus. Aber ich kann nicht mal sehen, was. Also, was soll das sein? So eine grüne Kugel.
Ach so, ja, das zu kleinen Tempeln bringen. Und dann kannst du deine Truppen aufwerten. Ah, ja, yeah, ja, dann ist das bei dir wie bei mir der Wein. Ich muss zum Beispiel Wein anbauen, das bringen die dann in den kleinen Tempel in Weinflaschen und das ist dann quasi wie Mana-Generierung für die Opas. Okay, kann ich dir auch ja. große Tempel bringen, ja, oder? Ich glaube, das machen die automatisch. Nee, großer Tempel ist, glaube ich, nur zum Ausbilden da von den Opas. Und die kleinen Tempel, da wird Wein gemacht. Junge. Und gebetet und so, ja. Ah, fuck me, okay. Ich weiß allerdings nicht, das habe ich noch nicht festgestellt, wenn du beispielsweise einen großen Tempel baust, dann kommt da bei mir manchmal halt so ein Mönch, Priester, was weiß ich, raus. Manchmal nicht. Ja, manchmal nicht. Und ich weiß nicht. Nee, der kommt nur nach und nach, so mit der Zeit kommt er. Ja, aber die nehmen dir ja auch wieder Siedler weg. Also ich meine halt, wenn du halt mal so 3, 4, 5 von denen hast, ist ja cool, aber irgendwann wird das immer mehr. Ja, so, aber wie stopp ich das? Ist ja sehr marginal. Wofür züchtest du eigentlich also Esel, wenn nicht du gar kein, mit gar ich glaube, die verbrauchen auch gar keine kannst. Siedler. Gar nicht, also bringt nichts. Da hat er nicht gemacht. Ich hab nur gemeint, im Baumenü sah das so aus, als ob die, you know. Verstehe. Genau. So. Okay. Warte mal, kann ich das... Okay, nice. Alter Junge, wie sie hier alle am Abbauen sind des Todes. Ah, da kann ich beten. Ich verstehe. Ah. Da kann ich beten. Okay. Bing. Das ist doch Eisen, oder? Jo. Oh. Kann ich da nochmal vielleicht... LOL, das geht ja echt. So nice. Können wir uns da tatsächlich noch einfach geschmeidig? Geschmeidig? Ausbreiten. Geil. Es bringt gar nichts, wenn ich so voll die krassen, wie hießen die Türme in meinem Hinterland besiedelt, oder? Kommt doch an. Ja, voll die krassen. Ich hab nie verstanden, du kannst beispielsweise ja mit deinen Truppen, wenn du krass bist, läufst du einfach an den vorderen Türmen vorbei, machst die hinteren Türme weg, wenn du so weit kommst. Das ist so. Da habe ich noch nicht so die Erfahrung mit. Ja, wobei das wird ja hier wahrscheinlich dann nicht funktionieren. Weil die Einheiten ja alle. Automatisch kämpfen. Ja, ja, aber aus den Türmen kommen die nicht raus, automatisch, ne? Also da musst du schon sagen, yo, geh mal aus dem Turm raus, geh mal kämpfen. Es sei denn, der Turm an sich wird angegriffen. Ja, aber glauben. Da eine noch. Oh, die ist auch gleich leer. Holy moly. Brauchen wir da noch mal mehr einen? Wasserträger. Die ist noch gut, die ist noch gut, die da unten ist gut. Oh, das Spiel ist so knuffelig! Und so ein Gewusel, hör mal. Ja, das ist super! Nein! Nein! Nicht rechtsklick! Opa, bleib hier! Nicht wegrennen! Vor allem Opa, bleib hier. Okay. Ah, okay. Jetzt kriegt er hier seinen krassen Scheiß, oder was? Ja, ihr nicht. Du. Musst du da hin? Okay, wieso passiert in der Imkerei nichts? Die braucht Wasser. Ja, das sehe ich. Die hat auch. Ne, die Imkerei braucht kein Wasser, nur die Honigzwingerei braucht Wasser. Achso, die machen ihre Buden nur an Türme ran. Verstehst du? Vater.
Verstehe ich. Okay, also muss ich einfach nur einen Turm in die Nähe werfen, aber ist egal welcher. Ein Wachturm ist cool. Ja oder nein? Wo wird denn jetzt hier schon wieder gekämpft? Bei mir kam gerade so ein... Wurde hier schon wieder ein Geologe weggeschlachtet oder? Nö. Biene, nö. Was machst du? Nee, ich habe gar nichts kaputt gemacht, wirklich. Lenk doch mal nicht ab, Max. Die wichtige Frage ist doch jetzt, wo ich mit meinem scheiß Imker... Ah, da, okay. An Bäume, Bäume. An Bäume? Da, komm da! Das ist ja wohl Frechheit! Wer kommt? Wer kommt? Der Nikolaus! Endlich ist er da! Max kommt, oder was? Ja! Da! Oh, das wird schmerzhaft. Ei, das ist bitter, ne? Das wird bitter. Oh, wenn der Turm weg ist, Alter, wie viel Kampfkraft hast du bitte? Da stürzt ja einiges ein, wenn der weg ist. Oh, das ist bitter. Ja. Das ist natürlich jetzt bitter. Wie viel Kampfkraft hast du bitte? Hm? Das dreimal auf den draufgehauen, da war der tot. Naja, da war nur die Tür offen, ne? Aber auf den Kämpfer. Ich schick dir gleich meine Esel hinterher, ey. Tu mal was, Esel! Bam, ich weiß nicht, ob das so klug ist. Das weiß ich selber auch noch nicht. Vielleicht nicht. Ist die... Nein! Alter, wie viele Einheiten du hast. Ah, ist das schön. Ah, ist das schön. Ja, komm, knallt dir noch richtig die Pfeile in ihre fetten Ärsche, Alter. Fick Gameplay. So, also der Tag. Ich finde es super, wieso kämpfen die? Da stehen 20 Leute und einer kämpft gegen einen, weißt du, das ist so. Ja, das ist wie auf dem Bau. Wie auf dem Bau hier, das ist gesagt, wie bei Troja, weißt du, wo einfach Achilles kämpft. So, was geht hier noch im Land? Jetzt ist, weil ich meinen Turm zurückerobert habe, ist mein voriger Turm zusammengebrochen. Nö, den habe ich abgerissen, hör mal. Ach, das ging bei mir nie. Ist ja frech. Ja, Klopfen wir hier nochmal gegen. Ich habe kein Holz mehr. Das ist jetzt belastend. Ja, das tat jetzt ein bisschen weh im Hinterland, ne? Da so am bisschen? Arsch. Das war meine Holzproduktion. Die ist komplett eingestürzt. Ich kann keine Bretter mehr machen. Richtig. Oh, herrlich. Okay, auf jeden Fall sehe ich dann den Punkt, dass man wahrscheinlich noch mehr auf Einheiten setzen sollte, oder? Wo ich bist du denn da rumgeschlichen, ey? Einfach ganz rechts rum ist er gelaufen. Ich würde sagen, Alter, Chris ist jetzt ein bisschen gehemmt. Ein bisschen ist gut, aber du hast bis hier vorne, hast du, wie groß hast du bitte dein Land gemacht? Das geht einmal komplett um uns rum. Nö, ich bin einfach im Norden. What the shit, ey. Okay, okay. Aber Bram habe ich echt spät gesehen. Beinahe wäre da was passiert, sag ich mal so. Hast du denn jetzt hier einen Turm gebaut? Hm? Hä? Hier steht kein Turm mehr, aber du hast hier immer noch Grenze. Ja, mit Pionieren habe ich das Land erweitert. Ja. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Bram ist so leise auf einmal. Ja. Hat dir das nicht geschmeckt, wie ich deine kleinen Mädels da wegrasiert hab? Ja, ich bin mir beim Kampfsystem, wie gesagt, bin ich mir leider nicht so ganz safe. Hm. Wehe. Weil ich wie zu tun habe. Aber das große Wohngebäude, das ist auch abgebrochen, ja, das ist natürlich geil. Wie komme ich denn jetzt an Holz?
Ich habe kein Holz mehr, um Holzfäller hinten zu bauen. Ich kann dir welche schicken. Wo ist denn dein Markt? Wie soll ich dir das beschreiben? So, neben dem Schweinestall. Okay, deine Gebäude sehen komplett anders aus als meine. So, von der Küste im Süden, so nach oben, bis du die Schweine siehst. Da, ja, ich sehe dein Lager. Ja, links davon. Links davon. Als wenn du einfach den Turm gekriegt hast, obwohl da Leute drin saßen. Unerhört. Deswegen, die Einheiten von dem sind übelst stark. Also, der muss eine ganze Menge Gold haben. Wenn er dir da jetzt den Turm wegmacht, wo dein Gold nebensteht, dann... Ist schwierig. Wieder schwächer. Das Ende. Ah, ist das herrlich. Herrlich. Okay, das sieht alles ganz schön belastend aus, was hier passiert. Ja gut, okay, da machst du nix. Das ist halt die Spielerfahrung, die Max hat, die gerade zuschlägt, wa? Da krieg ich ein Brett. Und dann, obwohl ich halt in jeden Turm extra Einheiten reingestellt habe. Ja, das gereicht. Schon... Ja, das waren eigentlich echt... Also in jedem Turm zwei Bogenschützen. Ja, ich dachte, das hat zumindest lange genug reicht, dass ich da halt hinlaufen kann. Ja. Aber selbst ja, das macht reicht doch Sinn. Ja, aber das reicht für selbst für das reicht von der Geschichte. Das haben wir auch nicht verstanden, nicht. Weil die Bogenschützen, die schießen ja nicht mal auf die Einheiten, wenn die direkt vor dem Turm stehen, weil die dann irgendwie zu nah dran sind oder ja, so. Ja, ja. Das ist in Siedler 4 auch anders. Ja, das gut. Bei der Schmeißen hast du gewonnen, Steine GG. Runter. Wie? Echt? Ist der bei dir so reingerannt? Nein, aber nein. Das ist halt das Snowball-Prinzip, ja. Es spielt jetzt keine Rolle mehr, was passiert. Ich kann das nicht wieder aufbauen. Aber ihr seid aufbauen. Zu zweit. Also ich kann zum Beispiel vorne bei deinem Bogen nicht reinrennen. Dann erzähl mir wirklich, warum meine Einheiten deine Türme nicht platt gemacht haben, obwohl da 200 Stück vorstanden. Den einen. Da sind halt wirklich ja gerade 40 Leute auf den 3-Mann-Turm gegangen. Weil da 3 Nahkämpfer drin sind. Und auch wenn du mit 100 Leuten beispielsweise davor stehst, können immer nur 2 denjenigen angreifen, der im Turm hockt. So, das heißt, du musst erstmal 3 Nahkämpfer abarbeiten und dann noch die 3 Bogenschützen, die dann auch runterkommen. Ach, und allein das dauert einfach übel lang. Moment, hast du einen großen Turm angegriffen oder einen normalen Turm? Nee, bei ihm waren einfach nur kleine Türme. Ja, genau. Aber so, deswegen wollte ich dir gerade erzählen, ich kann jetzt nicht einfach in deine Burgen rennen, da werde ich fertig gemacht. So, das heißt, die einzige Variante ist, hintenrum irgendwie rein und irgendwie Schaden anrichten. Und das mache ich gerade. Okay, ja gut, oder aber das hätte, man halt wissen müssen, ne? Das ist natürlich jetzt echt spielmechanischer Vorteil. Ich dachte eigentlich nicht, dass das geht. Ich dachte nicht, dass man das darf. Also kann. Das ist natürlich belastend. Warum schießen die jetzt auf mich? Was soll das da vorne? Ja, irgendwie auf manche schießen sie. Irgendwie die schon mal in meinem Land waren. Vielleicht sind die sauer auf die, aber weiß ich nicht. Okay, wie kriege ich denn jetzt mein Land da wieder zurück? Gar nicht? Türme bauen. Ja, aber das gehört ja dir. Ja, aber dadurch, dass ich da keinen Turm stehen habe, weil ich habe die abgerissen, sonst könntest du die ja einfach zurückerobern, ist das Land nicht stabil. Sprich, wenn du da einen Turm hinbaust, wird meins einfach weggedrückt. Okay. Ich verstehe. Da hatte der noch kein... Ach, leck mich da. Aber wieso hast du meine kleinen Türme so unfassbar schnell tot gemacht? Naja, weil die haben halt nur einen Nahkämpfer drin und die beiden Bogenschützen gehen, also ich habe halt auch schon die T2-Units, diese leicht aufgewerteten, die sind dann stärker. Moment, man kann Einheiten aufwerten? Wait, ja, habe ich dir gesagt, mit dem Honig, den musst du in kleinen Tempel opfern. Ja, das tue ich auch. Aber kannst du deine Truppen aufwerten. Moment, wie macht man das denn? Genau, wie mache ich das denn? Ja, in kleine Türme tun. In kleine Tempel tun. Echt? Du kannst deine Einheiten in so einen kleinen Tempel schicken? Nein, den zum Beispiel bei Römern ist es Wein, bei Bram, bei den Amazonen ist Honigschnaps. Ja, ja, genau. So, und dann kannst du die Truppen aufwerten. Die werden dann dauerhaft, wenn du sie produzierst, besser. Ja, genau, pass auf, aber ich hab schon seit Ewigkeiten 2 Imkereien. Ja. Ja. Dann brauchst du noch dieses andere, diese Distille. Genau, die habe ich auch. Aber die produzieren halt beide nichts dauerhaft. Und du hast mir gesagt, ich müsste an Türmen das Ding machen. Das habe ich gemacht. An Bäumen. An Bäumen. An Bäumen? Ja. Die stellen ihre Imker-Scheiße nur an Bäumen hin. Du musst es immer
mussten ein Forsthaus am besten immer daneben bauen. Weil da haben die richtig viele Bäume, wo die halt ihre Bienenwaben da, ihre Bienenhäuser da halt dran stellen können. Okay, ja, das wusste ich nicht. Das ist natürlich belastend. Weil die stehen halt schon wirklich bestimmt schon eine Dreiviertelstunde darum. Also ich habe mit Dreiviertelstunde lang mit denen nichts gemacht. Ja, so, und dann, wenn du genug hast, kannst du auf die Kaserne klicken. Und da, wo du dann normalerweise auswählst, so was du baust alles, da gibt es dann, da werden die Button so fett. Da ist so eine Prozentanzeige. Ja, wenn das 100% hat. Oh lol, und göttliche bei 100, Aufwertung, da habe ich ja noch nie drauf geklickt. Und bei 100% kannst du da draufklicken und dann werden fortan bessere Truppen erstellt. Das habe ich noch nie gemacht. Er rast sie komplett auf. What the fuck? Oh, shit. Ich dachte, ja. Okay. Oh, geil. Ja, man lernt immer wieder dazu. Ja. Also aber das Ding so ist so, bei Siedler 3 lernst du halt immer erst, wenn du Fehler machst. Ja, das ist halt so. Den Fehler, den ich schon gemacht habe, ist, mir fehlt ein einziger Holzbalken. Und ich kann nichts abreißen. Also ich kann schon was abreißen, aber... Boah, da tut alles richtig weh. Okay. Drei ja, Stunden aufgebaut, der Grund, alles vernichtet. In zwei und das ist natürlich Minuten. Der Grund, warum deine Einheiten so unfassbar viel stärker sind als meine. Krass, das. Nee, ich habe bisher nur T1 Aufwertung, das ist noch nicht so krass. Also, als ich da angegriffen habe. Ja, gut, aber das ist ja schon deutlich mehr als ich habe. Und die göttliche Aufwertung, wie erhöht man die? Also, erhöht die sich automatisch? Also, die werden jetzt nicht zu oberkrassen Berserkern, ne? Die werden dann halt ein bisschen aber besser. Bei mir ist zum Beispiel unter Ausbildung, da steht göttliche Aufwertung 60%. Heißt das, die Offensivkraft wird dann auf 60% gesteigert oder das sind 60 von 100% und dann kann ich nee, jetzt darauf ja, klicken. Genau. Nee, warte mal. Göttliche Aufwertung ist, bei 100% kannst du draufklicken. Ja, aber ich hab schon drauf. Jetzt lass das doch mal. Wie soll ich den denn dann wieder aufbauen, Max? Dann werden... Ja, ich hatte ja noch einen. Der stand ja noch rum. Muss ich ja irgendwie benutzen, Bram. Ich hatte ja nicht mal Zeit, da einen reinlaufen zu lassen. Du brauchst doch einen Schwertkämpfer, ne? Oh, die will ein 1-1er. Ah ne, die hat ihre Freundin dabei. Ah, dann jetzt ran. Mann, warum schießen die jetzt nicht mehr? Weil die zu nah dran ist. Ey, wie dumm. Oh, hier kommen ihre Freundin aller Mädels an. Komm mal ran hier. Auf Mädel. Lauf für dich weg, Püppchen. Oh, ich schneide dich auf mit meinem Samurai-Schwert, Junge. Zack. Komm mal ran. Zack. Komm, ein schönen Hieb noch. In die Scheide hier. Komm. Komm, schieß doch auf den drauf. Schneid sie durch. Oh nee, da kommen ihre Freundin. Ich merke es doch. Schneid sie durch! Ah! Schade. Oh Mann. Aber wie bist du da hingekommen, ohne dass ich dich gesehen habe? Wie gesagt, da standen gerade noch zwei Typen einfach random. Nee, aber auch im ersten Try, wie bist du da hingekommen, ohne dass ich dich gesehen habe? Ganz oben, wo du jetzt einen großen Turm baust, bin ich mit dem Priester durchgegangen. Einfach nur bis hinten da an deinem Berg. Und der kann Truppen herbeizaubern. Und natürlich die habe ich dann einfach in meiner Base gruppiert, hingestellt und herbeigezaubert. Das war eine geile Nummer. Ja, okay. Aber genau, das ist halt der Punkt. Da ist ein Christian ist natürlich hinten dran. Ja. Aber keine Schnitzer. Ja. So, Christian, wollen wir mal boxen? Womit denn? Ja, du hast doch ein bisschen was. Alter, du hast übel viel Waffen in der Kaserne. Stell mal Truppen her. Ja, wie denn? Du hast mein großes Haus, was ich kaputt gemacht habe. Ah, jetzt streiken und alle, oder was? Turm weggemacht. Und jetzt streiken alle, oder wie? Ich habe keine Siedler. Ich habe 3 Milliarden Waffen, aber ich habe niemanden, der bereit ist, der Armee beizutreten. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte nur, dass ja, aber wie ich kann da ich hier ein Holz schicken? Holz schicken? Nee, Holz ist schon wieder alles gut. Das Problem ist, ich wollte da ein großes Wohnhaus bauen und ja, das ist leider mit kaputt gegangen und ich habe keine Siedler mehr. Und dadurch, dass ich keine Siedler mehr habe, will halt auch keiner kämpfen. Ich habe 3 Milliarden Waffen, die da liegen. Ja, aber lass jetzt mal boxen. Oh Gott. Und Bram kann dir ja helfen. Ich gehe da auch nicht bei Bram rein. Oh Gott. Ich lass mal eine fette Schlacht machen. Ja, pass auf, ich mach den Aussichtsturm hier weg.
Okay, ja, das schaffe ich nicht. Ich gebe den, den kann man nicht wegmachen. Dass ich alle meine Einheiten, die frei sind, sammeln kann? Nee, du musst einfach rausscrollen, ein fettes Fenster ziehen. Wieso kriege ich eigentlich kein Mana mehr? Ich habe doch hier ein Weingut. Und das macht doch Wein. Ist der kleine Tempel voll? Sind da nicht viel Pullen? Ja, du musst den Wein, baut er auch den Wein an? Das musst du an einem Hang immer machen, ne? Das, wo der das Weingut, ja, du siehst ja den Wein, du siehst ja, wie die Wein. Ja, der braucht einfach eine Weile, wie so ein Getreidefeld. Das braucht einfach eine Weile, ehe das wächst. Und dann ja, das zweite Weingut ist, also die anderen Weingüter sind leider kaputt gegangen mit dem einen Turm. Der war echt wichtig. Das war der wichtigste Turm. Oh Mann, ey, das war echt krass, dass du genau den. Scheiße. Ja, was, also ja. Boxen? Wenn ich mir dazu angucke. Oh! Oh, da bin ich mal gespannt. Ja. Ja, dann go. Oh, ich komm bei dir rein. Oh Gott. Wir boxen uns jetzt. Das wird schnell vorbei sein. Meinst du das jetzt? Alter, wie viele Einheiten der hat? Ja. Was? Hilfe! Rein! Hilfe! Samurai! Entweder hilft dir Bram jetzt. Ja, ich oder laufe. Ich weiß nicht. Aber mein Gong hat irgendwie das Gefühl, dass er durch deine Base fahren muss. Alter, Alter, was ist das? Alter, Vater. Guck mal, bevor Hannibal über die Alpen gelaufen ist. Nee, Oh, Alter, du hast im Hinterland ja auch noch Türme. So schnell kann ich ja gar nicht rennen. Lauf, kleine Samurais. Oh, da kommen die Weiber. Oh, Bram erobert den Turm zurück. Das fängt an zu ruckeln. Hey, was war das jetzt für ein Gong? Keine Ahnung. Gong? Alter! Da ist ein Gong in meinem Land. Hier, jetzt aber uncool, hör mal. Was macht denn der Gong? So, jetzt da kommen die Wanderhuren! Drauf, Jungs! Das ist alles, das ist halt alles, was ich noch hab. Okay. Ja, Christian, das haben wir verloren. Ja, was? Das ist durch. Ja, dann hab ich vor 20 Minuten schon gesagt, dass das aus ist nach der ersten Attacke. Wo ist der scheiß Gong? Er ist mir ja, aber wir konnten noch ein bisschen bauen. Ja, nee, den kannst du gar nicht angreifen. Der Gong steht daneben, stand ja neben deinem Turm. Ich glaub nicht, dass du. Oder guck mal, ob nee, mit Bogenschützen kann man den nicht angreifen. Aber mit Nahkämpfern kann man den angreifen. Aber verloren hat man, also offiziell quasi raus aus dem Spiel bist erst, wenn du den letzten Wachturm verloren hast, ja, oder? Wenn, ja. Ja, Alter, wie viele Waffen da jetzt rumliegen für Onkel Henno? Ja, oh Gott. Nein, nicht, nee, die gehören noch nicht. Schneidet okay, den Gong durch. Hier wieder rück zu. Wie viel Kampfkraft haben denn deine Einheiten? 67. Also dein ach, krass. Meine hatten 52, glaube ich. Aber defensiv hast du 100. Ja, aber das steht da bei mir nicht. Ja, weil defensiv wird nicht angezeigt. Defensiv ist immer 100. Okay. Na, ist auf jeden Fall fürs erste Mal, glaube ich, okay. Ja, ich muss gleich. Aber ja, wie betreibst du also den dann quasi? Das Krasse bei Siedler, also das ist ja heftig bei Siedler, du kannst. Du musst ja auch nicht stehen bleiben. Also selbst wenn du von Norden kommst und an all meinen Türmen vorbeiläufst und einfach in den Süden gehst, so, da hindert dich ja nichts dran, weißt du? Und du kannst ja nicht überall einfach große Türme hinklatschen. Also, das ist viel zu teuer. Also mein Tipp wäre da für das nächste Match, wie gesagt, bei Siedler lernt man immer, indem man auf die Schnauze fällt, einfach im Hinterland die Türme abreißen. Weil du hast da trotzdem dann das Land. Es wird nicht von außen bedroht durch gegnerische Türme, weil das ist dein Hinterland. Moment, du kannst die Türme einfach abreißen und hast dann das Land trotzdem noch? Ja, aber wenn ich dann an der Grenze einen Turm bauen würde, direkt, drückt er dein Land weg und alle Gebäude, die hier stehen, werden abgerissen. Das heißt, man sollte es nicht an der Grenze machen. Weißt du, wie ich meine? Genau, weil ansonsten kann man halt immer hinten rum rein, so wie ich das bei euch beiden gemacht habe, klar. Richtig Schaden anrichten. Bisschen was kaputt machen und Schaden machen. Aber also das Land wird dann im Endeffekt dadurch abgedeckt, dass außenrum die Türme stehen, oder? Nee. Also jetzt zum Beispiel meine Grenze ganz rechts, da waren nur Pioniere, da war kein einziger Turm. Meilenweit. Bram, guck mal im Süden vom Land bei dir. Da steht ein Boot. Ich weiß, ich renne auch schon dahin. Ach so, scheiße. Ich wollte jetzt Cool D-Day machen. Na ja, gut.
D-Day mit 5 Einheiten. Ja, ich bin auch schon fast da. Das habe ich gesehen. Halt also ich sehe die Sachen ja auch, aber ich weiß halt nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil, wie gesagt, zum Beispiel, dass man irgendwas hinzaubern kann, woher soll ich das wissen, weißt du? Ja, ja, klar. Ich habe halt nur gesehen, ich habe auch dein Boot gesehen, habe dann halt... Man hat auch eben... Wir haben auch eben vor der Aufnahme ein Testmatch gemacht. Alter, was Brand geht denn bitte halt mit wirklich Siedler 3 noch nie gespielt hat. Und holy shit, ey, was Bram... Allein, wo ich gesehen habe, dass da die Burgen stehen, dachte ich so, hä? Der hat doch... Ich dachte halt, du hast mich verarscht. Aber zum Beispiel, ich verstehe jetzt nicht, warum ich den Kampf verloren habe. Ich hatte 2 Einheiten mehr als du und einen Turm. Ja, aber die mit den großen... mit der großen Scheiße da auf dem Helm, ne? Mit diesen Federn oder was das ist. Das sind T3-Einheiten. Das sind richtig krasse Babus. Ja, okay, gut. Und das ist jetzt genau die 45 Minuten, die mir halt fehlen, die ich nie wieder aufholen kann. Das heißt, du würdest gar nicht Türme bauen innerhalb des Landes? Doch, bauen ja, aber wenn die stehen, wenn du das Land hast, reiß ich sie ab. Ah, okay, krass. Ja, dann brauchst du auch nicht so viele Militäreinheiten, die ganze Scheiße dann immer besetzen. Ja. So, Bram. Absoluter Einfall ja, jetzt bei dir. Aber rein theoretisch, Max, wenn man jetzt bei dir hingeht und die Türme, die du hast, die halt zwar krass sind, aber wenn man die kaputt macht, hast du direkt verloren. Ja. Okay. Okay. Ja, gut, okay. Also, schlecht gewesen ist dann auf jeden Fall die Sache mit den EK. Die funktionieren bei mir immer noch nicht. Was denn? Ich habe bis heute noch nicht einen einzigen Honig. Doch, du hast jetzt sogar geopfert. Du hast doch schon 80%. Das geht nur, wenn du da Honig hast. Okay, aber seitdem ich das angeblich da stehen habe und 80% habe, 80% hatte ich auch schon vor 20 Minuten. Ja, dann hatte irgendein Imker irgendwo einen Baum gehabt und feiert sich übel ab. Also wie gesagt, du musst eigentlich so eine Imkerbude bauen und daneben so ein Forsthaus. Weil, oder du baust ihn halt an Wald dran, der nicht weggefällt wird. Ja, genau. So, okay, ich falle jetzt ein. Ja, ne, du hast, also wie gesagt, jetzt ist ja wieder eh durch, weil T3-Einheiten werde ich nicht mehr abhalten können mit 80% T1. Ne, aber wäre nochmal geil bei den Burgen, weil die darf man nicht unterschätzen. Vor allem, du hast ja einiges. Ne, das glaube ich aber nicht, weil du hast T3-Einheiten, das ist die Verteidigung. Aber kämpfen bei den Burgen nicht auch immer nur einen Nahkämpfer gegen einen Nahkämpfer dann? Ja, ne, 2 genau. Gegen einen. So, und dementsprechend gucken wir uns die rechte Burg jetzt an. Die müsste eigentlich jetzt instant sofort fallen. Ach, guck mal, da fallen... Ach, da hast du keine Nahkämpfer mehr drin. Nee, du hast deine Nahkämpfer da rausgezogen, ne? Nee, ich hab da nie Nahkämpfer drin. Ich hab da einfach nur 4 Bogenschützen reingestellt, weil ich dachte, mehr geht nicht. Du kannst, wenn du ein Gebäude anwählst, hast du eine Auswahl, was du alles reinschickst. Ja, genau. Aber wenn ich zum Beispiel, ich hab die Burg, die linke, ja, da hab ich die ganze Zeit auf die Bogenschützen gedrückt. Und dann bei 4 war Schluss. Ja, ich weiß, also, aber du kannst auch noch Nahkämpfer maximal besetzen, klicke ich immer drauf. Ja, das wiederum wusste ich halt auch nicht. Ja. Ich dachte, ich hab 4 Slots und müsste mich entscheiden, hab mich halt für die Fernkämpfer entschieden, damit die auf dich schießen können. Nee. Wie gesagt, Siedler erklärt dir nichts. Okay. Ja. Ja gut, da müssen wir jetzt, jetzt nicht zu Ende spielen, oder? Ja, ich finde das auch geil. Ich will auch noch für eine zweite Runde, definitiv. Ja. Aber ich meine jetzt darauf zu warten, bis jeder einzelne Turm fällt, ist ja... aber das ist halt ganz witzig, also ganz gut zu wissen so. Ja, das fand ich auch ein gutes Spiel. Also ihr habt jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen, die ihr mitnehmen könnt. Wie gesagt, Siedler hat eine unfassbare Lernkurve. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn, dann spielt ihr beide zusammen gegen mich, weil es macht sonst keinen Sinn. Also, dass wir irgendwie jeder gegen jeden macht oder so, so wie bei Schlacht um Mittelerde oder Teams oder keine Ahnung. Ja, naja, weil ich das halt um Silvester schon gespielt habe, so, und da habe ich halt voll den... Allein das halt mit dem Priester, hast du vollkommen recht, so, das muss man halt erstmal irgendwann mal ausprobiert haben oder wissen oder whatever. Können denn alle Priester das gleiche oder haben die Völker unterschiedlich? Ich wollte gerade sagen, ne? Also es gibt, das macht's dann halt geil, dass du wirklich, also da hast du wirklich starke Unterschiede bei den Völkern. Oh, warte, guck mal hier, da wo meine Siedlung war, die werden gleich alle verrecken. Ja, die werden gerade, ja, das, da wird geplatzt, Junge. Also spielst du die Asiaten doch aus dem Grund, weil das die besseren sind? Nö. Ja, aber die haben andere Fähigkeiten. Ja, ich weiß. Ja, aber der Priester zum Beispiel, finde ich, ist von den Asiaten der Schwächste. Das mit dem Teleportieren ist halt eine geile Fähigkeit. Aber normalerweise, wenn man das weiß, mit den Türmen im Hinterland oder so, fällt man halt auf sowas nicht mehr rein. Also, ich finde zum Beispiel den römischen... jetzt wird hier geplatzt. Oh ja, jetzt geht's los. Den römischen Priester finde ich am besten, weil der kann einfach gegnerische Einheiten bekehren. Und zwar richtig viele mit einem Klick. Hm. Oh, aber doch nur, wenn die auf deinem eigenen Gebiet sind, oder? Nein. Ach, immer. Ah, das geht immer? Ja, ja.
Ah, hier hat Brand sein Gebiet mit Pionieren erweitert, oder? Gesundheit. Nee, da habe ich die Türme weggemacht, nachdem du mir das erzählt hast. Ah, okay. Also, siehst du? Jetzt bin ich da lost. Ja, was heißt lost? Okay. Achso, das heißt, das Spiel wird nie beenden, oder was? Nein, doch, doch. Also, so, wenn du deinen letzten Turm verlierst, hast du verloren. Dann seht ihr auch die ganze Map, wenn ihr beide verloren habt. Ah. Dann könnt ihr vielleicht nochmal gucken, wie ich meine Base aufgebaut habe und dann auch gucken, was sind die Unterschiede so. Ja, dann guck ich mir das mal schnell nochmal an. Weil das müsste jetzt auch dein letzter Turm. Ne, einen hast du noch. Unten ist noch einer. Da ist auch noch einer. So. Der Turm kann nicht abgerissen werden. Ja, ich habe das Spiel verloren. Ja, geil, jetzt kann ich das hoffentlich sofort sehen. Ne, kann ich noch nicht. Nee, doch, ah, doch, jetzt wird heller. Jetzt wird heller. Alter, was du ein Riesengebiet hast. Und das rechts hast du nur mit Pionieren gemacht. Jo, die sind jetzt unten da im Süden angekommen. Die stecken halt nach und nach das Land weiter. Und da habe ich halt nicht einen Turm gebaut. Auch nicht so zum Erweitern und dann abgerissen. Krass. Ja, cool. Das fand ich aber immer ein nice Game. Ich habe es auch selten überhaupt benutzt, weil ich dachte mir, okay, setzt halt Turme, geht eh viel schneller. Ja, ja, das fand ich cool. Macht auch am Anfang voll Sinn. Aber wenn ich jetzt hinten im Hinterland eh jetzt nichts akut bauen will, dann lasse ich da einfach AFK ein paar Pioniere das Land erweitern. Mhm. Ja, okay, geil. Geil, war ja, gut. Gerne nochmal, das war cool. Geht's hin. Ja. Also wie gesagt, Siedler 4 ist nochmal deutlich selbsterklärender und da hast du viel bessere Mechaniken, die du anwenden kannst. So. Du merkst erst, wenn du Siedler 4 spielst, was dir bei Siedler 3 alles fehlt. So. Ich meine, euch sind jetzt schon ein paar Sachen aufgefallen, wo ihr denkt, oh, das und das wäre cooler. So zum Beispiel, dass die Bogenschützen nicht mehr schießen auf dem Turm, wenn die Einheiten ganz nah dran sind. Bei Siedler 4 werfen die halt Steine runter. Hm. So eine Sache. Ja, nee, nice. Ja, bedanken wir uns immer fürs Zuschauen, würde ich sagen. War cool. Vielen Dank, Max. Jo. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.